Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge, ja, da haben wir die Sache hier in diesem kleinen Dorf hier der Agonia geklärt. Da haben sich ja alle Agonia in Geister verwandelt, weil das Admeiri Dominion sie alle getötet hat und ja, gleichzeitig noch den heiligen Histbaum beschädigt haben. Und daher konnten die Agonia keine Ruhe finden, doch das haben wir dann in der letzten Folge gelöst. Und ich möchte mich, ja, in dieser Folge mal um die Quest hier kümmern. Findet Luthema in Sycamorast. Ja, kann man machen. Nach dazu müssen wir in diese Richtung. Und vielleicht könnten wir kurz bei diesem Piratenkopfdings hingehen. Weil da ist ja irgendwas, was wir töten müssen immer. Das zeigt ja meistens Sinn, dass immer eine schwere Kreatur lauert. Das könnten wir mal versuchen. Wow, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Das kann man mal versuchen, aber ich glaube, das ist eher ein A-Typ. Oh, utopisch. Habt ihr gesehen, wie die uns Faustschlag zerschmettern? Ja, da muss man eindeutig in der Gruppe hin. Das ist jetzt nichts für mich gewesen. Okay, begeben wir uns jetzt dahin, wo ich hin wollte. Nicht da hoch. Das waren zwei missgelaunte Oger. Ich glaube, das ist nicht so gesund, gegen die zu kämpfen. Vor allem nicht, wenn man alleine ist. Mit Ogern ist wirklich nicht zu spaßen. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zum Wegschrein und aktivieren den. Gehen jetzt zur Quest, wo wir eine weitere Quest finden. Toll, aber ich würde sagen, wir geben erstmal die Quest ab. Haltet euren Kopf unten. Die Invasoren in Sycamorast töten willkürlich. Ich habe einen Brief von Rabin Ei für euch. Was? Ich habe seit Jahren nichts von ihr gehört. Warum hat sie nur beschlossen, mir nach all dieser Zeit wieder zu schreiben? Sie und Kenasch, meine Frau, kamen nicht sehr gut miteinander aus. Aber jetzt ist Kenasch tot. Es ist tröstlich zu wissen, dass Rabenei noch immer gewogen an mich denkt. Ja, haben wir das abgeschlossen? Das ist eine kleine Mini-Quest. Das hätten wir auch vorher mal schon machen können. Vayne will dann das Tagebuch. Wen es interessiert, auf Pause drücken. Vayne Wildan. Den Vayne Wildan. Sei Dank. Jemand, der aussieht, als könnte er einen Kampf bestehen. Mein Ehemann ist in Gefahr. Helft uns bitte. Was stimmt denn nicht? Das Dominion hat uns angegriffen. Sie haben meinen Mann Jared zusammen mit den anderen Bewohnern eingekesselt. Ich habe mich versteckt und bin an den Wachen vorbeigekommen. Aber ich gehe nicht ohne meinen Mann. Und wie kann ich helfen? Diese Soldaten terrorisieren unsere Leute. Tötet sie!
Rettet, wen ihr könnt. Und sucht bitte nach Jared. Ich weiß nicht, was das Dominion hier macht, aber sie sagten irgendwas über Kristalle. Ich schleiche mich wieder rein. Trefft mich bei der Mitte des Dorfs. Ich werde tun, was ich kann. Sie haben nicht damit gerechnet, einen Dunmer zu sehen. Also habe ich dafür gesorgt, dass sie auch keinen sehen. Bei Bedarf kann ich mich auch tarnen. Das ist gut. Was macht euer Mann hier? Er wurde als Kind von Sklaven in Wardenfell geboren. Und ja, er ist ein Argonier. Aber er ist anders. Reserviert. Ruhelos. Er hört mehr auf die Worte als auf den Sinn, den sie ergeben. Aber er ist mein Mann. Und ich liebe ihn. Die Baumhirtin hat ihn hergelockt. Warum hat die Baumhirtin ihn, das getan? Die Baumhirtin meint, dass Argonier, die weit weg vom Hist geboren werden, krank wären. Man kann sie aber angeblich durch eine Art Ritual heilen, das sie mit dem Hist verbindet. Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht, dass sie Jared verändern. Und was will das Dominion mit ihm? Oder den anderen? Ihr sagtet, die Invasoren hätten Kristalle erwähnt. Ja, obwohl ich es nicht genau mitbekommen habe. Kristallfessel? Kessel? Ich bin mir nicht sicher. Okay, ich werde mich mal umschauen. Hinein in das Moor, ist das? Ja. Blöde Dominion-Typen. Ich kann euch gar nicht genug danken. Nichts zu danken. Die denn? Almir, Dominion, helft mir! Nö. Und tot. Orikalkos-Keule? Krass. Bindungskristall. Zerstören wir einfach mal. Ah. Ich kann es nicht glauben. Frei. Dafür ist er also da. Okay. Ich würde nie entkommen. Doch, doch. Stellen wir auch den Bindungskristall. Nicht einen Moment so voll. Okay, einen müssen wir noch retten. Hat er mich denn entdeckt, bitte? Ah, was mache ich denn? Ich drücke die falschen Tasten ein. Oh, Mensch.
völlig falschen Tasten gedrückt hier. Huiuiuiuiuiui. Mein ewiger Dank. Na bitte. Jetzt müssen wir Jarrett retten, doch dafür sollte man Amyriel töten. Wer weiß, vielleicht hängt auch die Baumhütten ja mit den Altmeri-Dominion unter einer Decke. Kann ja sein. Okay, es wird ein harter Kampf werden, so wie es aussieht. Ich scheint es aber nicht sonderlich zu stören. Hallo. Ich drücke hier nur Rotz zusammen. Scheiße. Oh. Oh, ich habe mich ja schon geheilt. Scheiße. Oh, ich habe richtig Scheiße gedrückt, ey. Ich bin richtig raus. Oh, Texturen hier sind ja sehr geil. Bist du denn hier gelandet, frage ich mich. Okay, wir werden wahrscheinlich nicht rauskommen, ohne dass die uns entdecken. Mir reicht's. Können wir auch den Kerl hier noch retten? Ich kann euch gar nicht genug danken. So, auf ein neues. Haben wir den... Nee. Habe ich jetzt tatsächlich den verschwendet? Hi. Voll Hirsch. Toll. Macht er seine Attacke nicht? Meine Güte. Das war echt ärgerlich, dass ich das einfach so eingesetzt habe. Holt euch! Findet! Was? Drück dich Lara aus, Mann. Okay, jetzt müssen wir mit Fane sprechen. Was haben Sie ihm angetan? Was stimmt mit meinem Ehemann nicht? Geht es euch beiden gut? Jarrett spricht nicht mit mir. Er ist auf mich zugelaufen und hat mich umarmt, aber sprechen will er nicht. Wenigstens leben wir beide noch. Dank euch sind wir wieder zusammen. Ja. Seit ihr ihn gerettet habt, will Jarrett nicht mehr sprechen. Schaut in seine Augen, als ob er gar nicht da wäre. Ich habe
unwirsch mit der Baumhirtin geredet. Jetzt spricht sie nicht mehr mit mir. Würdet ihr sie um Hilfe bitten? Wo kann ich denn die Baumhirtin finden? Ihre Hütte ist gleich den Weg hoch. Sie vertraut mir nicht und nach unserem jüngsten Streit bezweifle ich, dass sie mich noch gerne hier hat. Aber ich werde alles tun, was ich kann, um Jared zu heilen. Ich werde mit mir die Hilfe der Baumhirtin holen, ja. Ich wünschte, wir wären niemals hergekommen. Aber Jared bestand darauf, dass wir uns anpassen. Er will wirklich nicht reden. Warte, da ist noch eine Quest. Die hole ich mir dann vorher auch. Noch. Warum ist er nicht zurückgekommen? Tehart, okay. Warum ist er nicht nach Hause gekommen? Wo kann er sein? Nach wem sucht ihr? Mein Sohn, wie denn wo? Diese verfluchten Trockenhäute des Dominions haben mehrere unserer jungen Leute aus dem Dorf verschleppt. Ein paar von ihnen kamen zurück, aber nicht mein Sohn. Ihr habt unserem Dorf geholfen. Bitte, könnt ihr nach ihm suchen? Das Dominion muss hier ganz in der Nähe seine Lager aufgeschlagen haben. Wartet hier, ich komme wieder. Gut, das können wir dann auch noch machen, allerdings noch nicht jetzt. Erstmal reden wir mit der Baumhirtin, ob sie uns helfen kann. Helft mir, bitte. Hier nicht. Ein paar Häuser weiter. Hi, der seltsame Fall von Jared. Oh, da steht also alles nochmal. Vielleicht hilft ja die Nähe zu einem gesunden Hisbaum. Okay. Vielleicht hilft das. Willkommen. Heute habt ihr die beschützt, die sich nicht selbst beschützen können. Jared spricht nicht mehr. Könnt ihr mir helfen? Wie viele, die fern des Hists geboren sind, ist Jared schweigsam, aber niemals ganz stumm. Sie denkt, dass ich ihr die Schuld gebe, aber Feyne Vildan hat nichts getan, um ihm oder diesem Dorf zu schaden. Nein, sie hatten es auf Jared abgesehen und gemeinsam werden wir ihn finden. Was meint ihr damit? Er ist doch gerade da draußen. Das Dominion hatte es ohne jeden Zweifel auf Jared abgesehen. Als sein Geist mit dem Hist wiedervereint wurde, war er leicht beeinflussbar, schwach. Und nun ist er verloren. Ich brauche einen frischen Lanzeta-Schüppling, um seinen Geist zu verfolgen. Er wächst in unserer Pilzhöhle. Ich kann einen besorgen. Brauchen wir sonst noch etwas? Nur das. Aber wisset, dass der Lanzeta-Schüppling nur noch bei euch Wirkung zeigen wird, sobald ihr ihn erst einmal berührt habt. Bringt ihn her, und ich werde euch an einen Ort führen, an dem Jareds Geist sein könnte. Vorsicht vor den Wamasu in der Höhle. Sie sind ein notwendiger, aber gefährlicher Teil unserer Pilzzucht. Das werde ich. Okay. Ich wollte okay und Oje gleichzeitig sagen, daraus wurde okay. Wamasu sind ja nicht gerade die freundlichsten Geschöpfe. Muss man leider zugeben. Ah, die Pilzhöhle waren wir ja schon. Wir haben es anscheinend wirklich nicht mitbekommen. Da waren wir noch zu weit weg. Auf einer so eine Ebene zu kämpfen ist gar nicht mal so einfach. Alter.
diese Splitzspeier, ey. Ist ja gar nicht. Boah, Alter. Das ist ja ewig. Uiuiuiuiui. Okay, das Zeug hole ich mir zum Abschluss der Folge noch. Oh, der ist schon tot. Aua, aua. Alter, das hat mich ja komplett down gebracht. Ey, was wir bekommen ist verdorbenes Fell. Schön. Langkehrter Schlüpfling. Okay, ich hoffe, wir müssen jetzt zurück zu uns nicht normal gegen das Vieh kämpfen. Okay, er ist noch tot. Das ist gut. Dann verschwinden wir wieder hier heraus. Ja, und mit der Baumhirtin Falxok sprechen wir dann in der nächsten Folge und hoffentlich wird es helfen, um den Agonia wieder das Sprechen beizubringen. Keine Ahnung. Naja, bis dahin. Ja, das war eine brandneue Folge von Let's Play The Elder Scrolls Online. Vom einen Agonia-Dorf, was von den Altmeri Dominion angegriffen wurde, kommen wir schon ins nächste. Ja, und jetzt sollen wir hier einem Agonia helfen, dass er irgendwie seinen Geist wiederbekommt, denn der scheint irgendwie auf der Suche nach dem Hist verloren gegangen zu sein. Und nur die Baumhirtin Falxok kann uns dabei helfen. Und mit der sprechen wir dann in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen und angenehmen Tag. Bis dahin, ciao.